Yo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen FC-Video mal wieder von mir. Ja Freunde, es ist jetzt 2 Wochen wieder her, dass ich wieder ein Video bringe. Ich freue mich endlich wieder mal ein Video zu bringen. Auf jeden Fall war es zeitlich mal wieder nicht machbar, aber nichtsdestotrotz bin ich froh, jetzt das Video, beziehungsweise heute ein Video aufgenommen zu haben. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr genießt momentan noch euren Urlaub und ja, startet nochmal neu in die Saison, in die Schule, in der Arbeit. Und ja, auf jeden Fall schöne Ferien, schönen Urlaub noch. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen ablenken und ein kleines Feeling von eurem Herzensverein mitgeben. Und ja, bevor wir anfangen, Freunde, möchte ich 2 Punkte auf jeden Fall vorher erwähnen. Und zwar, wie ihr wisst, ist ja FIFA mittlerweile tot. Das für mich eigentlich auch schon länger, denn ich spiele seit März kein FIFA mehr und habe nur noch so Freundschaftsspiele danach gemacht. So ein paar Stück nur noch und seitdem gar nicht mehr das Spiel angefasst. Mittlerweile nur noch so in GTA hängen geblieben und davor noch ein bisschen God of War, was ich auf jeden Fall noch zu Ende bringen möchte. Zeitlich hat es halt, wie gesagt, nicht gepasst. Natürlich, am Wochenende hat man natürlich die Zeit, aber man möchte ja auch ein bisschen was mit der Familie machen und ein bisschen für sich selbst da sein. Und ja, auf jeden Fall das dazu. Punkt Nummer 2 wollte ich euch gerne mal fragen. Würdet ihr es eher feiern, wenn ich jeden Tag jeden zweiten Tag ein Video raushaue mit kurzen, knappen News, oder würdet ihr gerne so einmal in der Woche so ein schönes, knackiges Video haben, wo alle News drin gepackt sind und dann so alle Infos habt? Lasst es mich gerne wissen. Ich mache es heute so, dass ich alle News erstmal reinpacke und einiges ist auch passiert, deshalb habe ich Bock drauf, jetzt alle News mal raushauen. Ja, Freunde, fangen wir direkt an. Und zwar ist seit dem letzten Video einiges passiert. Ihr wisst es ja schon mittlerweile. Ich möchte es aber gerne nochmal zusammen Revue passieren lassen. Und zwar fangen wir mal an. Sebastian Bonneau ist endgültig ja schon gewechselt. Und zwar seit dem 16.07. für 13,5 Millionen. Was ja nicht verkehrt ist, aber ihr habt ja im letzten Video auch schon mitbekommen, ich hatte ja eine Schmerzgrenze, was ja auch ein bisschen übertrieben ist vielleicht, ich weiß, aber der Mann hatte ja noch einen langen Vertrag und hat einen Marktwert schon von über 10 Millionen gehabt, beziehungsweise hat ja einen Marktwert von 12 Millionen. Und da fand ich wenigstens 15 Millionen für den Verein wäre natürlich nicht schlecht, mit weiteren Bonuszahlungen. Und wenn die ja natürlich auch geknackt werden, dann ist ja auch natürlich schön, dass man weitere Einnahmen hat. Und ich hoffe nur nicht, dass es wie in dem Fall Córdoba wird, der ja vom Oligarchen gekauft worden ist und leider unsere Bonuszahlungen flöten gegangen sind. Aber ich bin zuversichtlich, ich weiß, dass er es schaffen wird und Wolfsburg ist auch ein Einsprungbrett für ihn. Ich gebe ihm maximal 2 Jahre und der ist auf jeden Fall weg. Also in Deutschland wird er nicht mehr bleiben. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, Nachfolger kommen wir auf jeden Fall später zu. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Ismail Jakobs. Auch er ist für 6,5 Millionen verkauft worden mit 1,5 Millionen Bonuszahlungen, wenn die auch aufgehen. Sind wir dann bei 7 bis 8 Millionen vielleicht? Muss man noch mal schauen. Auf jeden Fall hoffe ich nur das Beste für ihn und natürlich auch für Sebastian Bonneau. Er wird Champions League spielen. Weiß jetzt nicht, welchen Rang jetzt Monaco geholt hat, aber auf jeden Fall waren die jetzt mit in den Top 5 in der Tabelle. Und ja, möchte den nächsten Schritt wagen. Wenn ich ehrlich bin, hat der mir so den Eindruck gegeben, dass er schon letzte Saison längst weg sein wollte. Hat man ja auch im Interview von Leroy da gesehen.
Aber Andrej Pavlak, der Co-Trainer, hat ihn nochmal überzeugt und ist dann nochmal ein Jahr geblieben und ist jetzt weg in Frankreich. Ja, Freunde, dem ist weiterhin nichts hinzuzufügen. Ich wünsche ihm auch alles Gute und ich hoffe, der schafft den nächsten Schritt. Und kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, und zwar, ja, neben Sebastian Bonneau und Jakobs auch einige andere Spieler weg. Davor war es ja, dabei war es ja auch noch Marcel Risse, Lasse Sobisch, die ja weggewechselt sind. Da der Kader ja verkleinert werden muss. Jetzt, vor ein paar Tagen war es ja Drexler. Für mich leider kein stabiler Erstligaspieler. Klar hat er seine guten Aktionen, gute Laufbahn gehabt. Aber für mich ist er ein super, super, super stabiler Zweitligaspieler. Und mit Terodde jetzt wieder zu spielen, wieso nicht? Ist jetzt nochmal sein letzter großer Vertrag, denke ich. Und bei uns war der halt auch ein bisschen zu teuer, denke ich. Stichwort Armin Fee, ihr wisst ja. Und ja, auf jeden Fall ist jetzt bei Schalke und ja, neben ihm sind es ja noch Bissek, der ja weiter verliehen worden ist in Dänemark, dann Robert Vorlohder, Max Meyer, der vereinslos ist und Marco Höger mit Clemens auch bei den Amateuren spielt und beziehungsweise bei der U21. Ja, dann ist ja noch Julian Kral weg und Birger Verstraete, für den wir auch eine Ablöse bekommen haben. Für 2 Millionen ist er nach Antwerpen gewechselt. Und ja, Freunde, er war ja verliehen und dann wurde er abgekauft, aber nicht vom selben Verein. Für mich auch leider kein Spieler, der wirklich überzeugt hatte. Und ja, dem ist weiterhin nichts hinzuzufügen. So, kommen wir zum nächsten und letzten Spieler. Ob er jetzt geht oder bleibt, ist jetzt die Frage, und zwar Ilies Skiri. Ja, Freunde, ich bin echt. Ich drehe mich bei dem halt nur im Kreis. Ist ja jetzt einige Zeit auch vergangen. Ob er jetzt bleibt oder nicht, ist jetzt halt hier wieder die Frage. Also, ich würde es mir gerne wünschen, wenn er noch ein Jahr bleibt und dann verkauft wird, bevor er sonst ablösefrei weggeht. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Ob er verlängern wird, denke ich, ist sehr, sehr, sehr schwer. Ich denke nicht, dass er verlängern will. Als erster Verein kam ja Lyon ins Spiel, danach Chelsea, danach Sevilla. Ich glaube sogar aus England ein paar noch neben Chelsea. Dann Italien, Florenz, Neapel, was auch immer. Vor ein paar Tagen habe ich einen Bericht vom Geißblock. Ne, gestern war das. Gestern habe ich einen Bericht vom Geißblock gelesen, dass angeblich noch gar keine Anfrage käme, aber irgendwie seltsam. Eigentlich müssen die Vereine vor der Tür stehen, da er ja den Durchbruch mit Bono geschafft hat. Und ja, ich würde auch gern mindestens 15 Millionen für den auf dem Tisch haben, für den Verein, da er noch 2 Jahre Vertrag hat und den Durchbruch geschafft hat, wie gesagt. Ja. Mag jetzt wieder viel klingen. Vielleicht wird es wieder so eine kleine, so etwas wenig, kleinere Summe mit Weiterverkaufsbeteiligung oder Bonuszahlung, was auch immer. Aber 15 Millionen sollten schon drin sein, finde ich. Und ja, auf jeden Fall bleibt da nur die Frage, wer da bleibt. Ja, Freunde, kommen wir jetzt zu den Nachfolgern. Fangen wir mal bei der Verteidigung an. Bei Sebastian Bonneau als Nachfolge war ja Arthur Theate im Gespräch gewesen. 8 Millionen wollte der Verein haben und 8 Millionen war für den FC, denke ich mal, zu viel. Ist auch, finde ich, viel zu viel, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange der Vertrag hat, aber ich habe ehrlich gesagt gar nichts von dem auf YouTube gesehen. Nur ein Tor, was er geschossen hat per Standard. Und Bologna wollte ihn auch auf Raten haben, was aus der nicht wollte. Und sich eher für Köln wahrscheinlich entschieden hat, aber für Köln ist das halt wahrscheinlich noch zu viel. Ob man vielleicht wieder ein bisschen runterhandeln kann oder nicht, ist auch die Frage. Ja.
Muss man abwarten. Danach kam ja Luca Kilian von Mainz 05, auch U21-Spieler. Wobei ich finde, dass er gar nicht, dass wir den gar nicht brauchen, da wir Cestic haben. Ist genauso ein guter Verteidiger. Wir bräuchten eher einen Verteidiger, der ein bisschen mehr Erfahrung hat und ein bisschen stabiler hinten steht. Und ja, wer danach kam, liegt mir jetzt leider nicht im Kopf. Ja, also wer jetzt noch dabei im Gespräch gewesen war, weiß ich jetzt nicht. Mein Vorschlag wäre auf jeden Fall, also das ist gar kein verkehrter Vorschlag, Kevin Danso von FC Augsburg. Auf jeden Fall. Also nicht wundern, dass wenn ich jetzt die ganze Zeit hier rechts gucke, weil ich mir hier ein paar Notizen und ein paar Fenster hier geöffnet habe. Ja, Kevin Danso, Freunde, von FC Augsburg. Er ist ja vom Trainingslager abgehauen, habe ich gehört. Beziehungsweise gelesen. Und er möchte spielen. Er hat noch Vertrag bis 24. Und Augsburg hat ja schon seit längerer Zeit sehr starke Verteidiger. Und ob er dann spielt, ist halt wieder die Frage. Und er möchte ja spielen. Und ich finde, er würde perfekt reinpassen. Bleibt halt nur die Frage, ob er kommt oder geht. Aber ich denke, er möchte halt ein bisschen mehr Geld verdienen. Und hat wahrscheinlich noch in seinem Vertrag halt diese Auslandsklausel auch mit drin. Oder wie man die auch nennt, ich weiß es jetzt nicht. Ja, Marktwert von 5 Millionen. Ich denke schon, dass die mindestens 10 haben wollen. Und ja, ich finde es ein perfekter Ersatz für Bono. Und ja, ob er kommt oder geht, nicht kommt, ist halt die Frage. Ja, auf jeden Fall. Das dazu. Kommen wir zur nächsten Lücke, die gestopft werden muss. Auf jeden Fall Innenverteidigung. Muss auf jeden Fall ein Nachfolger kommen. Rechtsaußen und ein Stürmer. Ein Sechser, ob wir Skiri abgeben müssen oder nicht. Jetzt bleibt jetzt nochmal außen vor. Ja. Stürmer war ja Tigges im Gespräch gewesen. Und ich fand ihn nicht schlecht, aber warum sollen wir einen Tigges auch holen, wenn wir den Lämperle ja gerade hochgeholt haben? Finde ich auch eigentlich nicht schlecht, da er in der dritten oder Regionalliga über 20 Tore, glaube ich, geschossen hat. Und ich finde es gut, wenn man den holt. Natürlich aber auch, wie ich jetzt hier vor ein paar Tagen gelesen habe, dass man ihn nur für eine Leihe holen möchte. Aber Dortmund keine Kaufoption mit dem Vertrag einbauen möchte. Was halt wiederum keinen Sinn ergibt. Deshalb würde ich eher auf Lämperle setzen. Und ja, einen anderen Stürmer würde mir jetzt keiner in Erscheinung treten. Und ja, da müssen wir halt weiterhin abwarten, ne? Alex Werle wird auf jeden Fall noch weitere Transfers ankündigen. Ich bin mal gespannt, wer kommen wird. Und das war's mit dem Video. Falls ich noch irgendwas vergessen habe, wird es auf jeden Fall in den nächsten Videos kommen. Ja. Ihr habt es leider auch mittendrin gesehen. Ich habe ein paar Zeilen vergessen noch zu sagen. Deshalb gab es ja auch ein paar Cuts. Ja. Wenn ihr Vorschläge habt, wer noch dazu passen kann bei der Innenverteidigung oder im Sturm oder im Mittelfeld, könnt ihr es mir gerne ja schreiben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Euer Khaled ist draußen und ciao.